Sie erleben jetzt aus Jules Massenets Thaïs die Meditation. Ein Stück für Violine, Solo und Orchester eigentlich in einer Bearbeitung für Klavier und Violine. Thaïs ist nicht unbedingt Massenets bekannteste Oper, aber gerade dieses Stück für Violine ist zu einem der großen Wunschlied-Klassiker geworden. Im Zentrum der Oper steht die titelgebende Thaïs, Hetäre, Kurtisane, die von einem Mönch bekehrt wird. Diese Meditation, eine Meditation, ein Nachdenken, ist der Knackpunkt in der Oper, genau in der Mitte zwischen ersten und zweiten Bild des zweiten Aktes gelegt. Der Moment, wo sie darüber nachdenkt, ihr sündiges Leben als Kurtisane aufzugeben und tatsächlich ins Kloster zu gehen. Innerhalb der Oper gibt es aber eine Gegenentwicklung. Der keusche Mönch hat sich nämlich in Thaïs verliebt. Das wird er am Ende realisieren. Und so ist diese Meditation eigentlich ein doppeltes Nachdenken. Das der Kurtisane zur Nonne zu werden, aber das des Mönches auch zum liebenden Menschen zu werden. Elisabeth Glass und Maxime Parent präsentieren Ihnen die Meditation von Jules Massenet aus Thaïs.